Eigentlich war das große Ding, auf das alle gewartet haben, doch die morgen nachbörslich kommenden Nvidia-Zahlen. Aber wir sehen heute den Nasdaq ziemlich stark unter Druck. Wir sehen Nvidia minus 6%, wir sehen Supermicrocomputer, jene KI-Aktie, die viele 100% gestiegen ist in letzter Zeit, ist unter Druck. Was ist da los? Ist das letztendlich die Schwerkraft, die hier letztendlich dann zum Tragen kommt? Oder ist es, wie Goldman Sachs sagt, naja, es sitzen alle im selben Boot, nämlich in diesem KI Magnificent Seven Boot. Und wenn da ein paar die Reißleine ziehen, dann entsteht eine Art Domino-Effekt. Wir werden sehen, wie morgen die Zahlen ausfallen. Von Nvidia kann auch dann wieder alles anders sein. Aber schauen wir uns mal die Situation heute an. Erst Supermicrocomputer, die ja schon am Freitag deutlich unter Druck waren. Heute ist es Nvidia, wie gesagt, 6%, der geht es nach unten. Das wäre der größte Tagesverlust für Nvidia seit Mai letzten Jahres. Das ist jetzt schon ein Dreivierteljahr her. Und hier sehen wir mal Supermicrocomputer, die ebenfalls wieder zweistellig verlieren. Haben ja am Freitag schon mal gute 20% auf die Mütze gekriegt. Und das heute, obwohl Rosenblatt das Kursziel fast verdoppelt hat für Supermicrocomputer, also KI, 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 aber irgendwie scheint es aktuell nicht so wirklich zu wirken. Jetzt hat Supermicrocomputer knapp oder roundabout 20 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Jetzt ist die Aktie da, wo sie vor 5 Handelstagen war, also das zeigt so ein bisschen, was da abgelaufen ist. Wir sind jetzt 160% nur noch im Plus seit der Jahresbeginn. Das ist erstaunlich, dass die Aktie da mal korrigiert. Und Sven Henrik hat hier diesen Chart mal eingezeichnet und verdeutlicht damit, dass wir Supermicrocomputer auf dem Hoch gekauft hat, jetzt um und bei 50% mit der Aktie machen muss, um aus seinen Verlusten rauszukommen. Aber es ist ja keine Blase, es ist reale Nachfrage, sagte Tom Lee. Und Supermicrocomputer hängt ja ganz eng mit Nvidia zusammen. Man ist ein großer Kunde, oder Nvidia ist der wichtigste Kunde von Supermicrocomputer. Der zweitwichtigste Kunde ist auch ein von Nvidia stark beeinflusstes Unternehmen. Das ist natürlich reiner Zufall. Und hier sehen wir mal, was am Freitag passiert ist. Da sind von den 10 am meisten gehandelten Aktien hatten Nvidia und Supermicrocomputer mehr als 40% an Trading-Volumen entfiel nur auf diese beiden Aktien. Und Supermicrocomputer ist ein vergleichsweise kleines Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung am Hoch von 56 Milliarden Dollar. Das ist also, naja, im Vergleich zu Nvidia und den Amazons, Microsofts, Apples, wie sie alle heißen, eigentlich Peanuts, ist eigentlich, ja, kann man sagen, fast ein Small Cap in Relation davon. Aber wir sehen hier, wie stark eben diese Aktien gehandelt werden, vor allem natürlich auf der Long-Seite durch Calls. Heute sehen wir bei Nvidia, dass Calls verkauft wurden, offenkundig. Und ja, das ist das, was Goldman Sachs sagt. Jeder ist im selben Boot und das all in. Und das ist vielleicht auch kein Zufall natürlich, weil wenn du Hedgefonds bist, wenn du Vermögensverwalter bist und du bist nicht in Nvidia gewesen mit diesen Anstiegen, du bist nicht in dieser KI-Euphorie dabei, dann kriegst du Vorwürfe, warum bist du nicht dabei? Mit anderen Worten, du kannst es dir als professioneller Geldverwalter schlichtweg nicht mehr leisten, bei einer Blase nicht mitzumachen. Das ist das große Thema heutzutage, wie ich finde. Und hier sehen wir mal die Marktkonzentration der Top 10% der Aktien in den USA auf dem höchsten Level seit 1929, sogar das 2000er Niveau jetzt überschritten. Und hier sehen wir mal die Relation zwischen Nasdaq 100, also da, wo die großen Tech-Aktien drin sind, zum Nasdaq Composite. Da sind ja mehrere hundert Aktien drin. Also zu den normalen Tech-Aktien oder zumindest an den Nasdaq notierten Aktien, da sind wir jetzt nahe des Allzeithochs. Also wir sehen auch hier, selbst innerhalb dieses Sektors gibt es eben diese Kopflastigkeit, dass da die großen Tech-Werte wie Nvidia maßgeblich gespielt werden. Es gab ja die Meldung, dass die Delivery Times für Nvidia sich verkürzt hätten von um und bei 11 Monaten auf nur noch 3 Monate. Das heißt von Auftragseingang bis zu raus mit dem Chip, den wir produziert haben, nur 3 Monate. Jetzt sagt hier Godzilla Trader, also entweder ist die Nachfrage geringer oder
Der Chef von Nvidia hat es geschafft, Wasser in Wein zu verwandeln. Hier ist dieser junge Mann. Ich nehme an, dass letzteres der Fall ist, also dass er natürlich Wasser in Wein verwandeln kann, dass er Jesus ähnlich ist, ist ja gar keine Frage angesichts des Kurzverlaufes, meine Damen und Herren. Wenn das kein Gottesbeweis ist, dann weiß ich nicht. Der Einzige, der zweifelt, ist Peter Tich hier, der sagt, oh, das könnte ziemlich heftig werden, wenn hier jetzt eben die Dinge nicht so laufen, wie die Investoren das hoffen in ihrer KI-Euphorie. Wie gesagt, wir werden sehen, was da wieder rausgezaubert wird von Nvidia. Charttechnisch macht es durchaus Sinn. Wir sehen, wie Nvidia hier an dieser oberen Trendkanalbegrenzung angekommen ist, von da aus erstmal zurückprallt. Wie gesagt, noch ist nicht aller Tage Abend, weil morgen ja erst die Zahlen kommen. Gucken wir mal auf die Heatmap, was die Tech-Werte betrifft. Sehen wir Tesla im Minus, wir sehen auch Microsoft und Apple moderat im Minus, Google im Plus, Amazon im Minus, Nvidia stark unter Druck und daneben auch AMD, also auch so ein Tech-Chip. KI Highflyer auch etwa 6% im Minus. Ja, was ist da los, meine Damen und Herren? Die KI-Euphorie scheint eine kurze Pause zu machen, vielleicht, weil eben hier der eine oder andere Hedgefund, der im Semiconductor-Sektor unterwegs ist und auch All-In ist, jetzt einfach mal Gewinne mitgenommen hat. Das ist durchaus ein nachvollziehbarer Gedanke. Und insgesamt vor den Nvidia-Earnings wird eine extrem hohe Volatilität erwartet. Das sehen wir nicht nur bei den Optionen auf Nvidia, da wird ja eine 11% Bewegung eingepreist, sondern hier haben wir jetzt die höchste Volatilitätserwartung, wenn man so will, sichtbar an Optionsstraddles seit 6 Monaten. Also man geht schon davon aus, dass da was passieren wird. Ein Stück weit ist heute schon passiert, natürlich auch bei Nvidia, die ja zwischenzeitlich fast 50% seit Jahresbeginn, nicht seit 2-3 Jahren, sondern seit Jahresbeginn, also seit nicht mal 2 Monaten gestiegen waren. Heute kam Barrett das Preisziel für Nvidia auf 1050 von 750 angehoben hat. In den letzten Tagen gab es nur Preiskursanhebungen oder praktische Anhebungen von Analysten. Kein einziger, der gesagt hat, vielleicht ist die Sache ein bisschen heiß gelaufen. Und hier sehen wir mal Microsoft mit der Meldung heute, ja, man wird AI-Server Gear entwickeln, um weniger abhängig zu sein von Nvidia. Siehe da, also man will weniger abhängig werden von Nvidia. Microsoft ja mit der größte Kunde von Nvidia. Wir sehen, wie die Aktie links gelaufen ist. Und dann kriegen wir die Meldung auch, dass Apple wiederum jetzt Generative AI-Service hier erstellen will für Automating Coding, also für Programmierung, um damit Microsofts GitHub anzugreifen, also den Copilot anzugreifen. Also wir sehen, die kannibalisieren sich gegenseitig. Der Copilot von Microsoft ist ein einziges Desaster, also diese KI, die zum Beispiel in Office-Anwendungen der Fall ist. Jetzt wollen alle und bisher ist es noch nicht so richtig gut, muss man sagen, was hier geboten wird. Natürlich gibt es jetzt diese neue Animation, die Filme erstellen kann, die schon wirklich gut sind. Aber die Frage ist, wie mache ich da eben Geld draus? Hier sehen wir den S&P 500, meine Damen und Herren, mit dieser Aufwärtstrendlinie seit dem Oktober-Tief. Und die ist jetzt gefährdet. Das wird eine interessante Geschichte. Kann das gehalten werden beim US-Leitindex? Hier gibt es einige, die vielleicht sagen, wäre schick, wenn nicht. Hier auf der linken Seite sehen wir mal das Put-Volumen. Und da könnte man versuchen, die 4950er-Marke mal zu knacken. Das wäre für diejenigen, die sich mit Puts eingedeckt haben, eine sehr feine Geschichte. Vorhin waren wir zumindest auf dem Weg dahin. Ich weiß nicht, wie es nachher aussehen wird. Und insgesamt kann man vielleicht feststellen, wenn wir jetzt mal die Aktienmärkte verlassen und zur Zinsfrage kommen, dass die Fed bisher es mit ihren Zinsanhebungen offenkundig nicht geschafft hat, die Dinge ein bisschen abzukühlen. Jetzt sagte Jim Cramer, oder so sagt es Jim Cramer, ein Twitter-Kommentar sagt hier, ja, das sieht dann wahrscheinlich nach einer brutalen Rezession aus, wenn Cramer das sagt, aber gucken wir uns unten mal die Guidance Ratio an. Also das, was sozusagen die Unternehmen an Guidance, an Vorausblick geben für die kommenden Monate. Und da sehen wir, das ist nicht besonders gut, das ist nicht besonders überragend. Also die sind jetzt nicht voller Euphorie, zumindest nicht so, wie die Aktienkurse das
nahelegen würden. Und jetzt ist die Situation die, dass ja bis vor kurzem 7 Zinssenkungen eingepreist waren, derzeit noch 4. Aber jetzt gibt es erste Aussagen, etwa von Larry Summers, ehemaliger US-Finanzminister und ein Schwergewicht praktisch in den USA, der sagt, ja, könnte durchaus sein, dass der nächste Zinsschritt wieder nach oben ist. Das wäre ja sozusagen die totale Katastrophe. Wir hatten ja höhere Inflationsdaten, höhere Erzeugerpreise, heißere Arbeitsmarktdaten, heiße Preiskomponente im ISM, auf der anderen Seite schwache Konsumdaten aus dem Januar. Also es ist ein schweres, ja, wie soll man sagen, ein Mix von unterschiedlichen Signalen, die wir hier bekommen. Heute haben wir die Leading Indicators bekommen als einzige Konjunkturzahl, also die Frühindikatoren, wieder schwächer als erwartet mit minus 0,4. Damit sind diese Frühindikatoren jetzt so lange negativ wie seit der Lehman-Krise nicht mehr. Übrigens der größte Positiv-Contributor, also der größte Positivfaktor bei diesen Leading Indicators war der Aktienmarkt mit plus 0,1%, weil ja die Rallye ist ewig. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns mal jetzt diese Geschichte anschauen, die vielleicht bald auf uns zukommen wird, neue Bankenprobleme wegen Gewerbeimmobilienproblemen. Hier sehen wir die Vacancy Rate in den USA, also der Leerstand von Bürogebäuden ist jetzt bei 19,6%. Das ist ein neuer Rekord. Und knapp 20% der Schulden, die in diesem Bereich existieren, das sind knapp 1 Billion Dollar, nämlich 929 Milliarden Dollar, werden in diesem Jahr auslaufen und müssen refinanziert werden. Und das ist natürlich ein Riesending. Das könnte ganz schön Stress hier verursachen. Und Stress hatte auch die gute EZB unter Madame Lagarde, die ja immer wieder gesagt hat, naja, wir wollen uns die Lohndaten anschauen. Wie entwickeln sich die Löhne? Und wir sehen, im vierten Quartal ist das Wachstum der Löhne ein bisschen abgeflaut, aber liegt mit 4,5% immer noch deutlich über dem, was eigentlich die EZB gerne sehen würde. Die neuen, die frischen Daten, die für die EZB dann wirklich entscheidend werden, werden erst im Mai veröffentlicht. Hier sehen wir mal eine Studie der Commerzbank, die sagt, keine Entwarnung bei den Löhnen. Man geht davon aus, dass jetzt auch im neuen Jahr die Lohndynamik doch wieder eher angezogen als abgeschwächt ist. Dementsprechend könnte es auch für die EZB schwerer werden, die Zinsen anzuheben. Hier sehen wir Zinsen senken, aktuelle Lohndaten als wichtiges Signal für die EZB. Das ist jetzt eine große Diskussion, die innerhalb der EZB passiert. Was da genau abläuft, erste Empfehlung als Artikel, zweite Empfehlung. Was ist denn, wenn die Zinsen steigen und nicht fallen? Ist zwar aus derzeitiger Sicht relativ unwahrscheinlich, aber es ist zumindest wieder eine Möglichkeit, die ja noch vor ein paar Wochen völlig undenkbar schien. Hier müssen manche sich schon absichern in diesem Bereich. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, Supermicro und Nvidia. Da haben manche mit Shorts richtig Geld verdient jetzt. Zuletzt, wer und was da passiert ist, dritte Empfehlung. Ich hoffe, der Ton war okay. Bald kommt das neue Mikro, dann wird es hoffentlich wieder besser. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.